Guten Tag, heute ist Heiligabend 2023 und ich denke nach über Frieden. Mein Name ist Rüdiger Bormann, ich bin vom Beruf Lehrer und Ingenieur und ich lebe in Berlin. Und warum denke ich heute nach über Frieden? Nicht nur, weil jetzt das Weihnachtsfest vor uns liegt. Nein. Wir haben in den letzten Jahren viel Streit erfahren und der Streit rückt gefühlt immer näher. Ja? Selbst die Liebsten im engsten Umkreis, in der Familie, im Stadtteil, in der Stadt, im Land fangen an, sich miteinander zu streiten. Und das ist tatsächlich nicht in meinem Sinn. Ich glaube, das wollen diese Leute selbst auch nicht. Alle Menschen wollen eigentlich Frieden. Aber wir scheinen unfähig zu sein, diesen Frieden herzustellen. Was ist denn das Wichtigste, um zum Frieden zu kommen? Dass man miteinander ins Gespräch kommt, dass man miteinander redet, dass man die Sache auf den Tisch packt. Aber das ist natürlich auch nicht einfach. Wenn man sich die Köpfe heiß redet, vielleicht noch mit Alkohol, ist man danach vielleicht noch mehr zerstritten. Wenn man ideologisch in ein Gespräch reingeht, mit gewissen roten Linien und jeder hat andere, dann könnte es auch scheppern. Ne? Also ich habe nichts gegen rote Linien, aber es muss klar sein, dass die nicht kreuz und quer gezogen werden, sondern auf der Basis zum Beispiel unseres Grundgesetzes, unserer Gesetze, dass da nicht Dinge gefordert werden, die völlig absurd sind, wie zum Beispiel, liebe Leute, ihr habt euch jetzt alle eine Spritze reinzuziehen, wo wir nicht wissen, was drin ist. Völlig absurd. Das wissen wir eigentlich inzwischen alle. Ne? Deswegen sind die Leute vielleicht auch so stumm, so verbittert, so uneinsichtig, weil sie nicht wahrhaben wollen, dass sie hier Teil eines Experiments wahnsinniger geworden sind und da mitgemacht haben. Sie sich selbst das Zeugs reingezogen haben, ne? Dass sie es von anderen auch noch gefordert haben und dass sie bis heute nicht wahrhaben wollen, dass es in Deutschland aufgrund dieser Situation sogar politische Gefangene gibt. Tja, was macht Michael Fritsch immer noch in Haft, ja? Es bestehen ja zum Teil noch nicht mal Anklagen. Warum saß Michael Ballweg so lange im Knast? Warum kriegen diese Leute teilweise ihre Konten gesperrt? Warum ist die Politik immer noch so drauf, dass sie glaubt, es würde weitere Pandemien geben? Diese Pandemie ist bei näherem Hinsehen etwas gewesen, was so, wie es uns dargestellt wurde, nie existiert hat. Es war ein medialer Event. Aus irgendeinem Grunde haben die alle voneinander abgeschrieben, alle den gleichen Blödsinn berichtet. Und über mich wird auch heute immer noch Blödsinn berichtet. Die letzten Berichte von meiner letzten Gerichtsverhandlung, da stehen da so Dinge drin wie der Ex-Lehrer. Wieso Ex-Lehrer? Lehrer ist ein Beruf, den behält man. Ich kann mich jederzeit irgendwo bewerben und wieder als Lehrer arbeiten. Ist überhaupt gar kein Problem. Ich habe ja kein Berufsverbot. Von wem sollte ich denn das auch kriegen? Und warum überhaupt, ja? Meine Kündigungsschutzklage habe ich zum Beispiel gewonnen. Nicht, weil ich mich nicht irgendwie überworfen hätte mit meiner Schulsenatorin, das ist wohl wahr, aber ich habe halt eine eigene Meinung. Sie war bloß irgendwie am längeren Hebel, am Drücker und konnte sagen, weg mit dem. Weil ein befreundeter Journalist, dieser Olaf Sundermeier, irgendwie in seinem öffentlich-rechtlichen Medium rumquakte, dass es hier wohl irgendwie angeblich eine Querfront gäbe. Rechtsdenker oder Querdenker oder weiß der Teufel was.
Alles nur Unsinn. Gequirlte Kacke. Ja, so. Das ist natürlich alles kein Beitrag zum Frieden. Leute, die so etwas tun, die müssen dringend an den großen, runden Tisch und mit Menschen wie mir reden, die eigentlich seit 3 Jahren nichts anderes fordern, als miteinander zu sprechen. Und zwar öffentlich. In den Mainstream-Medien. Ne? Ich möchte nicht von denen beschimpft werden. Nee, ich möchte mich auch nicht ständig in irgendwelchen Gegendarstellungen wehren müssen. Das habe ich tatsächlich bislang auch kein einziges Mal gemacht. Weil Leute um mich herum haben gesagt, es bringt nichts. Darüber zu diskutieren, bringt nichts. Die sind so viel mächtiger mit dem, was sie da schreiben, dass sie dich letztendlich vielleicht sogar noch auf der Titelseite platzieren und dann sagen, Holocaust-Verharmloser, Antisemit, bla bla bla. Ja, das sage ich dazu. Ich bin kein Antisemit. Ich habe den Holocaust nicht verharmlost. Ich habe auch keine Vergleiche angestellt. Ich habe gewarnt vor einem neuen Menschheitsverbrechen. Das möchte ich lesen. Was ist dagegen einzuwenden? Gar nichts. Am 4.1. stehe ich wieder vor Gericht. Und mir gegenüber sitzen Leute, die mit diesem Streit, der da entfacht wurde von den Medien, eigentlich nur peripher was zu tun haben. Ne? Die machen halt einfach ihren Job so als Richter, Staatsanwälte. Gucken sich unsere Gesetze an und die wissen auch schon ganz genau, dass ich unschuldig bin. So, jetzt hat man aber medial so ein Fass aufgemacht. Und die sehen ja jetzt alle ganz blass aus, ne? Die sehen ja jetzt alle so richtig dumm aus. Und da kann man den Baumann ja nicht irgendwie unschuldig hier aus der Verhandlung gehen lassen. Ne? Der Staatsanwalt in der letzten Verhandlung meinte dann auch so irgendwie, ich gehe bis zum Generalstaatsanwalt, Bundesanwalt oder, ach, ist mir doch egal, wie die heißen. Mein Gott, diese Leute sind unseren Gesetzen verpflichtet und nicht dem Geschwurbel eines Olaf Sundermeyers oder den falschen Entscheidungen einer Schulsenatorin. Ja, ich habe jetzt schon die Mehrzahl genommen, weil die Nachfolgerinnen, Frau Busse und wie die jetzt heißt, weiß ich gar nicht, die fahren ja weiter diese Linie. Ne? Wir können kündigen, wen wir wollen. Wir reden mit niemandem. Wir halten nichts von Meinungsfreiheit und so weiter und so fort. Es geht alles nicht. Deutschland im Jahr 2024 ist das Deutschland der Aufklärung. Da bin ich mir ganz sicher. Wir werden viel miteinander zu besprechen haben. Und wer den Kopf einzieht und den in den Sand steckt, der wird keine Chance haben. Ja, wie ich das meine. Ja, also irgendwann mal eines Tages stehen wir alle vor dem großen Richter. Ne? Ich brauche das jetzt gar nicht auszusprechen, dass das jetzt Gott ist oder so. Ne? Also ich gehe davon aus, wenn jemand weiß, dass er jetzt gleich sterben wird und die Augen zumacht, dass ihm noch viele Gedanken durch den Kopf gehen. Und der Gedanke wird immer sein, habe ich alles richtig gemacht? Würde ich das nochmal so machen? Und dieser Moment ist entscheidend, glaube ich, in meinem Leben. Ich glaube aber auch im Leben von vielen, vielen anderen Menschen. Diesen Moment muss man planen in seinem Leben. Diesen Moment muss man leben in seinem Leben. Dieser Moment schafft Frieden im eigenen Leben. Man möchte mit reinem Gewissen diesen Planeten verlassen. Man möchte sagen, das, was ich getan habe, das war richtig. Es war gut. Es hat sich gut angefühlt. Und jeder hat da sicherlich so ein paar Sünden schon auf seinem Register, wo er sagt, das fühlt sich nicht gut an und das kann ich auch nicht mehr ausräumen. Weil vielleicht die Leute, mit denen ich da noch
hätte sprechen müssen, weil die vielleicht schon tot sind. Das ist traurig. Und das ist unnötiger Ballast. Das ist kein Frieden. Das fühlt sich nicht gut an. Und deshalb noch einmal. Zum Frieden kommen wir nicht über Waffenlieferungen, über Streit entfachen, über Ergreifen einer Position, die man versucht mit aller Gewalt durchzudrücken. Zum Frieden kommen wir durch Diplomatie. Und die fängt im ganz Kleinen an, in der eigenen Familie, indem man wirklich offen miteinander spricht. Das kann man nicht sofort tun manchmal. Das kann man nicht heute tun. Manchmal auch nicht morgen. Es braucht einfach Zeit. Das darüber nachdenken braucht auch Zeit. Vielleicht muss ich ein paar Nächte darüber schlafen. Vielleicht muss ich erstmal wieder anfangen, mich mit den Menschen zu treffen. Im gleichen Raum. Sie einfach nur auszuhalten, dass sie da sind. Mit dem, was ich an ihnen nicht mag. Aber deswegen darf ich doch nicht anfangen, lautstark in der Öffentlichkeit über diese Menschen herzuziehen. Die sind so und so, die mag ich nicht, das sind doch alles nur, Schwabler, Covidioten, Verschwörungstheoretiker, Rechte, das ist doch nur Gacke in einem Hühnerhof. Infantil, völlig unreif, unerwachsen, unerhört. Kriegerisch, streitsüchtig. Tja, ich habe jetzt schon eine ganze Menge gesagt. Ne? Ich denke trotzdem noch weiter nach. Ich glaube, es sollte jetzt jedem klar sein, wo ich hin will. Der Frieden fängt im Kleinen an. Der Frieden fängt zu Hause an. Der Frieden fängt im persönlichen Umkreis an. Und da gibt's Leute, die du nicht magst. Zu Weihnachten könntest du ihnen mal ein schönes Weihnachtsfest wünschen. Das ist der erste Weg zum Frieden. Nur das. Es müssen nicht deine Freunde werden. Und ich glaube, da hat jeder noch so ein paar Ideen, was er noch alles tun könnte mit seinen liebsten Feinden. Um sie mal friedlicher zu stimmen. Dass man ihnen vielleicht im nächsten Jahr auch mal ein Lächeln schenken kann. Und ihnen vielleicht einfach mal sagen können, weißt du, du bleibst auch 2024 mein Lieblingsfeind, aber ich gestehe dir ein eigenes Leben zu. Ich gestehe dir eine eigene Meinung zu. Ich gestehe dir zu, dass du hier lebst, mit mir, in einer Gemeinschaft, die den Frieden liebt. Und wir werden beide dazu beitragen, auf den Grundfesten dieser Gemeinschaft, auf der Basis unserer Verfassung, auf der Basis unserer Gesetze. Und wenn wir glauben, dass diese Gesetze und diese Verfassung keine Gültigkeit besitzen, dann sollten wir dringend dafür sorgen, dass sie Gültigkeit besitzen. Wir sollten das einfordern. Für unser Grundgesetz haben wir gestritten. Nein, das ist nicht über Nacht von den Amerikanern einfach so gekommen. Auch die haben sich Gedanken gemacht, ja. Und auch die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben sich dazu Gedanken gemacht. Und auch diejenigen, die in der Verwaltung hier tätig sind, haben danach gelebt. Und so viele Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ist es Zeit, dass wir mit einem neuen Selbstbewusstsein in einem Deutschland leben, welches für Frieden steht. Und nicht für Waffenlieferungen in Krisengebiete. Welches dafür steht, dass es dafür sorgt, dass
dass es den sozial Schwachen im eigenen Land so gut geht, dass sie nicht in Mülleimern nach Flaschen suchen müssen. Tja. Also, wer bis hierher gekommen ist, der merkt, die Situation in Deutschland macht mich sehr betroffen. Ich möchte, dass die politischen Gefangenen in Deutschland möglichst schnell wieder aus dem Knast herauskommen. Dass in solchen Zweifelsfällen, die sie immer noch existieren, für mich, Michael Fritsch, Dorothea Thuhl, Rainer Füllmich, das sind für mich politische Gefangene, dass ganz schnell Anklagen auf den Tisch kommen, wo klar gemacht wird, was die denn angeblich verbrochen haben sollen. Und sobald die Anklagen auf dem Tisch liegen, werden wir wissen, das sind politische Gefangene. Und dazu gehört natürlich auch so ein Reichsbürger wie der Prinz Reuß, glaube ich. Ne? Wir sehen das Gehetze in den Mainstream-Medien über sogenannte Reichsbürger. Keiner redet mit denen, keiner stellt vor, welche Thesen die vertreten. Niemand macht mal eine Anklage auf, wo ich dann daraus entnehmen kann, was die denn vielleicht getan haben sollen. Aber selbst eine Anklage ist nur ein Vorwurf. Im Zweifel für den Angeklagten gilt insbesondere für politische Gefangene. Das sind meistens völlig unbescholtene Bürger. Die haben ihr Leben lang in Deutschland fleißig gearbeitet, Steuern erwirtschaftet, friedlich mit ihren Nachbarn zusammengelebt, haben meist ein Strafregister, in dem steht keine Einträge. Und die stehen jetzt plötzlich vor dem Gericht. Aha, sehr interessant. Da muss sich doch jeder Staatsanwalt mal an den Kopf greifen und mal fragen, ob er noch auf der richtigen Seite steht, wenn er solche Anklagen überhaupt aufrechterhält. Ich hoffe für die Angeklagten, dass sie diesen Druck aushalten, dass sie diese Haft ertragen, dass sie bis zum Ende ihre Sache durchkämpfen, dass sie Unterstützer haben, die ihnen Geld geben für diese Prozesse, aus denen sie am Ende hoffentlich alle als freie Menschen wieder rauskommen. Auch mein Prozess ist nichts anderes als ein politischer Prozess, wo man gerne möchte, dass Rot-Grün-Wurke-Spinner immer Recht haben. Aber sie können kein Recht bekommen auf der Basis unseres Grundgesetzes und unserer Gesetze. Da steht was anderes drin. Also, liebe Spinner, ich entschuldige mich für die Aussage. Spinner, Sie dürfen gerne Rot-Grün-Wog sein, aber ich möchte meine eigene Meinung vertreten dürfen. Das kann man in Deutschland? Nein, das kann man nicht in Deutschland. Schauen Sie sich den aktuellen Freiheitsindex an, der gerade veröffentlicht wurde. Die meisten Deutschen, mehr als die Hälfte, glaubt, sie dürfen nicht mehr sagen, was sie meinen. Das darf nicht so bleiben. Und die deutsche Politik, die deutsche Justiz, die deutschen Medien, die deutschen Schulen, alle haben dazu beizutragen, dass wir wieder alle eine Meinung haben dürfen, eine eigene. Alle haben dazu beizutragen, dass wir wieder miteinander sprechen, dass wir ausführlich miteinander reden, dass wir uns ertragen in dem, was wir sagen, dass wir nicht mit Waffen aufeinander losgehen, dass wir friedlich sind. Tja, dafür ist Weihnachten da, zur Besinnung. Das ist das, was ich jetzt hier gerade lautstark tue, indem ich spreche und nicht nur denke. Ich versuche zu vermitteln zwischen den Streithähnen, indem ich dieses sage, indem ich dieses als Auftrag mitgebe. Das ist ein Auftrag für 2024. Wir sprechen miteinander.
nicht übereinander, miteinander. Das ist der Auftrag von Leuchtturm AD zum Beispiel. Ja. Eine Bürgerinitiative, die sich zum Auftrag gemacht hat, Journalisten und Redakteure wieder auf den Weg zu bringen, den Pressekodex einzuhalten. Das sind eigentlich die Gesetze, die sie sich mal selbst gegeben haben für guten Journalismus. Und davon sind sie weit weg aktuell. Also, 2024, wir wollen nach diesem Weihnachten 2023 wieder miteinander reden. Wir wollen Frieden in der Welt. Und da kommen wir dann hin. Nach dieser Besinnungsphase der Corona-Jahre, dieser Phase des immer schärfer eskalierenden Streits im Klein-Klein-Klein-Klein-Klein, müssen wir uns wieder darüber im Klaren werden, dass das große Ziel Frieden ist. Wahrheit, Gerechtigkeit, Frieden. Das ist unser gemeinsames Menschheitsziel. Ich sage jetzt nicht Menschheitsfamilie. Das ist eine Vision von Daniele Ganser, der es einfach mal so nennt. Aber selbst eine Familie streitet miteinander. Also dadurch, dass wir eine Menschheitsfamilie sind, werden wir nicht zu Pazifisten. Ja? So. Und der Streit fängt mit Sticheleien an, im Kleinen. Du hast doch, du musst doch, bla 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 bla. Jeder Satz, der mit du anfängt, ist schon eine große Gefahr. Weil er spiegelt Erwartungen wider, Forderungen, die ich selbst an andere habe. Du musst mit mir reden. Das ist jetzt wieder eine Forderung von mir, die jetzt schon mal wieder Potenzial in sich trägt, dass wir miteinander streiten. Streiten selbst ist noch kein Krieg. Streiten, miteinander reden, kann man gepflegt. In dem Moment, wo der Puls hochgeht, weiß ich, ich habe heute wahrscheinlich mit dieser Person zu diesem Thema bereits genügend gesprochen. Lass uns mal morgen weitermachen. Frieden fängt im Kleinen an. Ich bin nicht dafür zuständig, Bruderkriege zu schlichten, die bereits seit Jahrzehnten gären und wo diese Wahrheit des Miteinanders nicht berücksichtigt wurde, über Jahrzehnte hinweg. Wenn in meiner Gemeinschaft Frieden herrscht, weil ich weiß, wie ich Frieden herstelle, dann wäre es doch schön, wenn ich dieses Wissen exportiere in Form von Diplomatie in andere Länder, in denen man ungepflegt miteinander streitet, in denen man Waffen aufeinander richtet und den anderen zum Untermenschen abwertet. Dieses Wort stammt aus einer schlimmen Geschichte Deutschlands. Aber nicht nur Deutschland hat solche Geschichten. Wenn wir aufhören, andere abzuwerten, wenn wir einfach nur mal hinnehmen, dass andere Menschen eben anders sind als wir selbst, dass wir manchmal unsere Erwartungen und Forderungen ein bisschen zurückschrauben müssen, dann, glaube ich, kommen wir zum Frieden. Ich wünsche ein schönes Weihnachtsfest. Und für die nächsten Jahre weniger Streit, mehr Gespräche, Frieden.